LKWs haben nur einen geringen Anteil am Gesamtunfallgeschehen auf deutschen Straßen. Wenn es aber kracht, dann sind es häufig Auffahrunfälle auf PKWs, zum Beispiel an einem Stauende. Und die haben oft schlimme Folgen. Bei dieser Unfallkonstellation LKW gegen PKW sind vor allem die PKW-Insassen sehr gefährdet. Und hier treten sehr, sehr schnell schwerste, lebensbedrohliche und tödliche Verletzungen auf. Circa 60 Tote sind so jedes Jahr zu beklagen. Laut Gesetzgeber sollen ab 2013 alle neuen LKW-Typen, ab 2015 dann alle Neuzulassungen über 3,5 Tonnen serienmäßig mit einem Notbremsassistenten ausgestattet werden. Dass dies auch dringend notwendig ist, zeigt der ADAC in seinem neuesten Crashtest. Bei diesem Versuch haben wir ein Stauende simuliert. Zwei PKW stehen hinter einem Lastwagen im Stau. Ein anderer Lastwagen kommt von hinten angefahren und reagiert nicht bzw. erst viel zu spät. Der Test beginnt. Ein mit 5,5 Tonnen relativ leichter LKW fährt mit landstraßentypischen 70 km/h auf die stehenden Fahrzeuge zu. Und schon hier zeigt der Auffahrunfall eine schockierende Dimension. Das Ergebnis ist verheerend. Die Insassen, die PKW-Insassen, haben hier nahezu keine Überlebenschance. Sie werden regelrecht eingequetscht zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeuge sind völlig zerstört. Mit einem Notbremsassistenten wäre dies nicht passiert. Auch wenn er aus technischen Gründen derzeit nicht alle Kollisionen bei höheren Fahrgeschwindigkeiten vollständig verhindern kann. Der ADAC ist froh, dass der Notbremsassistent gesetzlich vorgeschrieben wird. Gerade bei Nutzfahrzeugen, diese werden nicht zum Spaß gekauft. Da wird kein unnötiges Geld ausgegeben. Das sind Arbeitsgeräte, die Geld einspielen müssen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass hier eine gesetzliche Vorgabe kommt. Für den ADAC ist es sehr wichtig, dass sich bei dieser neuen Gesetzgebung wirklich am Stand der Technik orientiert wird. Das heißt also, so eine Minimallösung, die nur einen sehr geringen Geschwindigkeitsabbau vorsieht, das ist nicht zu akzeptieren. Der Notbremsassistent ist ein aufwendiges System. Und wenn so ein aufwendiges System zum Einsatz kommt, muss das auch ordentlich mit hohen Anforderungen umgesetzt werden und wirklich die Geschwindigkeit deutlich reduzieren oder Unfälle verhindern.